immer besser. Und Christoph Duffner hat auch schon einen Riesensatz nach vorn gemacht. Er ist jetzt schon mindestens 20. 16 Springer stehen noch oben. Und wir sehen den Weltmeister von dieser Schanze, den Weltmeister von Falun. Und er zeigt, wie beim Mannschaftsspringen, als er Gold schon in der Hand hatte, Nerven. Masahiko Harada, der junge Mann, der nach dem Weltcup-Zirkus, wenn also die Springen zu Ende sind, in den Bund der Ehe eintreten will. Hoffentlich hält seine Frau nach diesen Leistungen noch zu ihm. Schauen Sie, er kommt schon kaum über den Vorbau. Ganz schwach den Absprung, total verkorkst und landet bei 54,5 Meter. Also diese Olympischen Spiele, das waren nicht die des Masahiko Harada. Ganz schnell ab.